Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder Maximilian mit einem weiteren Video und zwar die Kicker-Nachrichten von gestern, vom Montag. Großkreuz, Täter verurteilt, die beiden Angeklagten im Prozess um den tätlichen Angriff auf Kevin Großkreuz sind vom Amtsgericht Stuttgart zu Haftstrafen verurteilt worden. Gegen einen Täter wurde eine Jugendstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verhängt, gegen den zweiten ein Jahr und 7 Monate. Geldstrafen für 3 Clubs wegen unterschiedlich schwerer Vergehen der Fans beim Zünden von Pyrotechnik verhängt das Sportgericht des DFB Geldstrafen gegen den 1. FC Köln 10.000 Euro, Eintracht Frankfurt 9.000 und Bayern München 8.000. 96 Fanbereit lehnt Angebot ab. Der Fanbereit von Hannover 96 hat ein Diagonalangebot im Streit mit Clubboss Martin Kind abgelehnt. Dabei geht es um langjährige Meinungsverschiedenheiten zwischen Anhängern und Kind. Stiftung für Horst Eckel. Horst Eckel, Weltmeister von 1954, erhält unter dem Dach der Sepp-Herberger Stiftung seine eigene Stiftung. Zweck ist Bildung, Erziehung und Sport. Initiiert wurde dies von Eckels Tochter Dagmar. Finaltag der Amateure. In den letzten beiden Jahren wird auch am 5. Wie in den letzten beiden Jahren wird auch am 21.05.2018 der Finaltag der Amateure stattfinden. Die ARD wird die Endspiele der Amateure bundesweit live übertragen. Ghana hat nach dem 0:0 gegen Uganda und der damit verpassten Qualifikation für die WM 2018 Protest beim Weltverband FIFA eingelegt. Den Black Stars war in der Nachspielzeit ein reguläres Tor wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt worden. Norwegen nimmt künftig eine Vorreiterrolle in Sachen Gleichberechtigung ein. Nach eigenen Angaben hat der Verband die Entschädigungszahlung für sein Nationaldienst neu geregelt und von 2018 an die Frauen mit den Männern gleichgestellt. Für das Frauenteam bedeutet das eine Verdoppelung der Zahlung auf rund 640.000 Euro. In Österreich wurde Ex-Nationalspieler Peter Schödel zum neuen Sportdirektor des Verbands ÖFB ernannt. Er wird Nachfolger von Willi Rothenstein und ist nun vornehmlich damit beschäftigt, einen neuen Nationaltrainer nach Marcel Koller zu suchen. Bis Ende des Monats soll der nächste ÖFB-Coach feststehen. So, danke fürs Zuschauen und bis zu einem nächsten Video.